Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play The Elder Scrolls Legends. Der vergessene Held, Kapitel 15, meine Damen und Herren, beginnt jetzt mit dem neuen Deck, das wir freigeschaltet haben, nämlich die Kaiserliche Legion. Also, los geht's. So, feindlicher Gladiator gegen uns. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen Kaiserlichen hier, denn der sorgt dafür, dass wir eher Karten ziehen, mit der wir größere Legionen aufbauen können. In der Arena warten zufällige Gegenstände nur darauf, aufgehoben zu werden. Oh, das ist hier. Das ist ja toll. Sehr interessant. Wahrscheinlich Waffen und so ein Kram können wir da aufheben. Nun geht es los. Holen wir uns Waffen von der Wand und an die Arbeit. Ja, buchstäblich. Okay, das kann für uns ja sehr praktisch sein. Der hat 1-3 Entzug. Wenn der noch eine Waffe bekommt, ist der richtig mächtig. Der hat 1-1 tödlich und der hier hat 2-2 Beschwörung. Lass eine andere Kreatur verstummen. Ich würde mal sagen, den machen wir mal raus und ziehen dafür eine neue Karte. Aber wir haben zwei gute Karten. Und wir kriegen hier nochmal eine tödlich. Okay, sehr gut. Super, bei denen bleiben wir. Perfekt. Gegner kann nichts machen. Was hat er hier? Wenn du eine andere Kreatur beschwörst, erhältst du eine Gesundheit. Aha, das heißt, wir spielen ihn erstmal raus hier zuerst. Ups, komm schon. Und zwar auf die Seite hier. Hoffentlich heben wir was auf. Was haben wir bekommen? Oh mein Gott, das ist so cool. +2/+2 war das. Und er würde Wächter verlieren, aber das braucht er eh nicht. Und jedes Mal, wenn wir eine andere Kreatur beschwören, erhalten wir eine Gesundheit. Mega gut, okay. Weiter geht's. Nichts bringt das Blut so. Er ruft eine 2-1-Einheit und der bekommt was? Mehr Angriffskraft. Es kommt alles darauf an. Aber wir können ihn auslöschen. Ja, er ist getarnt, okay. Ziehe am Ende jedes Zuges eine Karte für jede verbündete Kreatur, die in der Reihe... Oh, das... die sind tödlich, die alle hier. Ich würde mal sagen, wir spielen die beiden raus hier. So, den da. Und... Ups, na komm schon. Ah, die kriegen erstmal ihre Waffen. Oh, 2-2 tödlich, okay. Schaden verursachen kann ich auch noch. Das ist ja perfekt. Spielen wir ihn auch noch raus hier? Was kriegt er denn? Wir haben uns mal eins geheilt, ne? Der kriegt auch noch was. Was hat er bekommen eben? Eine Ausrüstungskarte +1/+2. Der Träger ist immun gegen Verstummen. Ah ja, okay, sehr gut. Dann greifen wir jetzt mal an hier. Oh, der zieht eine extra Karte. Das ist aber in Ordnung. Hat eh noch nicht allzu viel Mana, dann passt es. Und den mit Entzug würde ich auch gerne in diese Reihe spielen. Und die zwei mit tödlich opfere ich wahrscheinlich sowieso, um seine starken Kreaturen auszulöschen. Ja, weil die kriegen dann meistens irgendwelches Zeug und werden stark. Der ist doch schon Wächter geworden jetzt. Da kann ich den Schwächeren von den beiden hier opfern gleich. So, Prophezeiung. Vernichte eine Kreatur. Okay, erst einmal greifen wir ihn hier an. Dass er weg ist, mit tödlich. Dann rufen wir ihn. Er hat nämlich einen Zug. Mal gucken, was er für eine Ausrüstung bekommt. Hoffentlich eine mit sehr viel Angriffskraft. Oh, +3/+0. Das ist perfekt. Dann greifen wir ihn hier an. Sehr gut. Wunderbar, zieht eine Karte, mit denen greifen wir ebenfalls an. Oh, das ist mal ein toller Effekt hier, der gefällt mir. die anderen kann ich noch nicht rausspielen, die kosten jeweils 5. Aber nächste Runde können wir das machen. Da haben wir nämlich 4+1 mit dem Ring. So, nochmal jemand, der stark wird. Und dann greifen wir mit der nächsten tödlichen Kreatur an. Ne? Perfekt, ich beschwöre einen kaiserlichen Soldaten in jeder Reihe. Ist auch nicht schlecht. Dann können wir auf der Reihe auch noch aufbauen. Ich würde aber sagen, die... Schicken wir hier rein. Weil hier sterben nämlich einige Einheiten gleich. Zum Beispiel der da, ne? Dann dürfen wir eine Karte ziehen. Und ich krieg erstmal eine Ausrüstung. Sehr gut. Oh mein Gott, die ist sogar Wächter geworden. 4-6 Wächter. wunderbar. Rest heben wir uns mal noch auf. Wobei, ich könnte eigentlich dir rufen. Beschwöre eine 1-1 kaiserlichen Soldaten in jeder Reihe. Wir haben nicht mehr genug. Ich warte mal lieber noch. Wir haben nicht genug Mana aktuell. Nur einer von uns geht hier lebendig weg. Guck mal, damit können wir einer Kreatur noch Wächter geben. Ist auch nicht schlecht. Und die hat 7-7. Wir können jetzt das da machen, ne? Vernichte eine Kreatur. Wir machen das mal auf die hier, wenn die schon so stark ist. Die Kaiserlichen sind halt aber echt mächtig. Okay, jetzt greifen wir damit an. Mit Entzug heilen uns schön. Sehr gut. Mit ihm und mit ihm. Keine Prophezeiung gehabt. Mehrmals keine Prophezeiung gehabt. Okay, wunderbar. Ich könnte jetzt das hier noch machen. Und die dann überrennen nächste Runde. Durchbrechen. Aber wir könnten doch den rufen. Beschwöre ein einziges Kaiserlichen und erhalte dann eine Gesundheit für jede verbündete Kreatur. Oh, das machen wir gleich. Nächste Runde können wir den nämlich rufen. Für 7 Mana. 7 Magicka.
Meinem Sieg steht nichts mehr im Weg. Der ruft jetzt hier ganz viel Zeug, oh je. Okay, pass mal auf, wir machen jetzt mal das da und rufen den hier. Das ist unser Augenblick. Wunderbar. Und dann ruft der jetzt noch einen Soldaten. Und dafür kriegen wir dann noch ganz viel Gesundheit, weil wir so viele Einheiten haben mittlerweile. Haben 45. Sehr schön. Und der hat nichts, was uns hier irgendwie aufhalten kann. Also können wir direkt angreifen. Ich würde mal sagen, erst machen wir das hier. Bam, uns nochmal hochzuheilen. Oh ne, der war das mit dem Zug. So. Schmeckt mein Stahl. Mit 49. Wir haben einen Gewinner. Lobpreiset die Recken der Blauen. Fabelhaft verschwinden wir, während sie ihre Gewinne abholen. Sehr schön. Also ich muss sagen, das kaiserliche Deck macht schon richtig Spaß, weil man eben ganz viele Einheiten beschwört und Gegner überrennen kann. Sowas mache ich auch immer sehr gerne. So, gucken wir, was wir hier kriegen. Kapitelbelohnung. Okay, noch ein bisschen Gold. Hoffentlich gibt es hier viel Gold. Du kannst in deiner Sammlung Seelensteine verwenden, um neue Karten für deine Decks zu erschaffen. Genau. Was es damit auf sich hat, erfahren wir auch noch. Das erkläre ich euch am Ende des Let's Plays. Erst einmal nehmen wir nur die 50 Seelensteine. Und der Unberührbare. Gewinne ein Spiel mit einer Dauer von mindestens 5 Zügen, ohne Schaden zu erleiden. Das haben wir geschafft. Das ist ja mega cool, ne? So kriegen wir unsere Titel nach und nach. Seid ihr sicher, dass diese Katakomben direkt in den Weißgoldturm führen? Zweifelt ihr etwa am größten Schmuggler Tamriels? Es wimmelt nur so von Untoten. Nun wäre dieser Weg ungefährlich, würden ihn alle benutzen. Da ist was dran. Also der vergessene Held, Kapitel 16, die ruhelosen Toten, schauen wir uns dann an in der nächsten Episode. Also vielen, vielen Dank, Freunde, fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann. Tschüss.